Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Mike. Auf meinem Kanal dreht sich alles um das Thema Fotografieren und Film. Und heute geht es mal darum, hört endlich auf, den falschen ISO zu benutzen. Der Titel ist kein Clickbait, das vielleicht vorab, sondern es sind eigentlich eher Tipps und Tricks, die ich dir gebe und nochmal so ein bisschen das Thema ISO so ein bisschen auffrischen werde. Ich stehe jetzt hier gerade in irgendeinem Feld in Schleswig-Holstein, um einen Leuchtturm zu fotografieren. Heute geht es nicht tatsächlich so um das Motiv. Das Motiv ist sehr nett und die Bilder zeige ich euch auch. Aber es geht tatsächlich eher darum, dass ich erstens nicht vom Mücken zerstochen werde komplett und aussehe wie ein Streuselkuchen, sondern es geht eher darum, was man am ISO noch verändern kann, wie man ihn einsetzen sollte und was er manchmal für Vorteile hat, aber was auch für Nachteile er hat. Also ganz viel Spaß mit diesem Video, nicht vergessen ordentlich zu teilen und zu kommentieren und bleibt gerne bis zum Schluss dran, damit ihr euch dann auch die Bilder entsprechend anschauen könnt. Los geht's! Ja, wofür steht eigentlich ISO? ISO steht für International Organization of Standardization. Also ist ein Akronym für einfach, ISO sagen wir prinzipiell immer dazu. Ich nenne es in meinen Workshops meistens immer auch die interne Taschenlampe. Und das ist oftmals ein Hilfsmittel, was wir nutzen können. Ich glaube, oftmals ist auch so ein bisschen, die Falschaussage dahinter, dass der ISO immer schlecht ist, wenn man ihn hochdreht. Das kommt aber immer ganz darauf an. Und warum das so ist, das würde ich dir jetzt ganz gerne mal in diesem Video erklären. Ich habe jetzt hier eine ganz einfache Komposition gefunden. Bin jetzt hier in Dahme am Leuchtturm, gegenüber vom Leuchtturm Dahme. Finde ich sehr, sehr nett, wie du sehen kannst. Du hast da hinten einmal links den Leuchtturm, dann rechts daneben noch so einen kleineren Turm. In der Mitte so ein größeres Wohnhaus ist es wahrscheinlich oder eher so ein Leuchtturmhaus, keine Ahnung. Was jetzt stört, ist der Kran natürlich, den werde ich ja noch, sicherlich noch rausnehmen. Und ich mache jetzt hier immer Folgendes in meinem Bildaufbau tatsächlich, dass ich erstmal schaue, okay, wie brauche ich ein ISO überhaupt? Also, wie soll ich sagen, also ich fange mal an. Wenn ich jetzt eine Situation habe, eine Lichtsituation habe, die relativ schlecht ist, so wie jetzt zum Beispiel, sehr flaches Licht, Sonnenaufgang ist jetzt quasi schon im vollen Gange, aber du siehst, Wolkendecke ist halt sehr, sehr dicht oder du fotografierst in der Dämmerung. Du hast prinzipiell wenig Licht zum Arbeiten, dann sollte man eher über den ISO nachdenken. Jetzt muss man so ein bisschen unterscheiden. Es gibt drei Varianten, worüber man nachdenken muss. Erstmal das Thema, was du fotografieren willst. Sind es zum Beispiel Landschaften? Sind es in der Landschaftsfotografie vielleicht Tiere, die sich schnell bewegen? Oder sind es vielleicht, ist es am Meer vielleicht, wo du fotografieren willst und brauchst vielleicht ein bisschen mehr Licht? Also von diesen Faktoren, sage ich mal, im Bereich der Landschaftsfotografie hängt es auch so ein bisschen ab, welchen ISO-Wert man nutzen sollte oder welchen ISO-Wert man nutzen kann. Wir bleiben mal jetzt ganz klassisch jetzt hier bei diesem Beispiel. Ich habe jetzt hier also ein Motiv, Leuchtturm, wie gesagt, der bewegt sich nicht. Wir haben auch jetzt gerade keinen Wind oder ähnliches. Ich habe kein Gras im Vordergrund, was sich großartig bewegen würde. Keine Bäume, die irgendwie schwanken. Ich bin aber in einer sehr lichtarmen Situation. Das heißt, um mir einfach Zeit zu sparen, kann ich jetzt logischerweise in ISO erstmal ein Stückchen hochdrehen. Der niedrigste ISO-Wert, den ich jetzt hier einstellen kann bei meiner Sony A7 IV ist zum Beispiel ISO 50. Aber auch wenn ich jetzt bei ISO, sage ich jetzt mal, stell es mal ein, wenn ich jetzt bei ISO 1250 wäre, mache ich jetzt mal ein Bild, dann siehst du das gleich mal, dann hat man da relativ wenig Bildrauschen. Warum ist das so? Ich habe jetzt im Grunde nichts anderes gemacht, außer der Kamera einfach entsprechend Zeit gegeben. Also ich habe jetzt hier drei Komponenten wieder. Das ist einmal die Verschlusszeit, Belichtungszeit, dann einmal die Blende, mit der ich fotografieren möchte. Hier kann ich jetzt mit Blende 8 beispielsweise fotografieren, Blende 10, 11, was auch immer. Denn ich habe jetzt hier keinen großartigen Vordergrund, den ich scharf stellen möchte, sondern einfach nur mein Hauptmotiv, den Leuchtturm. Und dann kann ich einfach auch, um Zeit zu sparen, jetzt in dieser Lichtsituation, den ISO auch ein Stückchen hochschrauben. Warum soll ich halt den ISO auf 50 lassen und die Kamera längere Zeit arbeiten lassen, wenn ich es nicht muss? Anders ist es jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Tiere fotografiere. Das erkläre ich dir aber jetzt mal im nächsten Beispiel. Ja, warum ist es bei Tieren anders? Logischerweise, Tiere bewegen sich, die sitzen nicht so still, schön still da wie jetzt der Leuchtturm zum Beispiel. Das weißt du auch. Deswegen muss man jetzt anders oder müsste man anders arbeiten. Ich habe jetzt hier kein Beispiel, ich habe jetzt hier kein stelles Tier im Vordergrund oder ähnliches, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Vogel fotografieren willst, der ist logischerweise relativ fix. Das heißt, da würde ich jetzt eher in den S-Modus gehen. Das mache ich jetzt hier trotzdem mal und sage, okay, ich brauche jetzt eine entsprechende Verschlusszeit. Das ist so ein bisschen eine Testsache, sage ich mal. Je nachdem, wie schnell das Tier sich bewegt, es muss jetzt kein Vogel sein, es kann eine Katze sein, es kann ein Hund sein, was auch immer, brauche ich eine relativ kurze Verschlusszeit. Das heißt, ich würde jetzt hier wahrscheinlich ansetzen mit 1 zu 1250.
Und in der Regel wollen wir auch, sage ich mal, das Tier scharf bekommen. Alles, was drumherum ist, ist, sage ich mal, erstmal nicht so wichtig. Kommt natürlich darauf an, was du fotografieren willst. Aber prinzipiell geht es ja erstmal wie bei so einem Menschenporträt um ein Tierporträt oder um Vogelporträt oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. Ist völlig egal. Das heißt, ich würde jetzt hier, kann ich zum Beispiel mit meinem Tamron arbeiten, auf Blende 6.3. Das ist jetzt bei 400 mm, bei 50 mm wäre ich jetzt eben bei Blende 4.5, also noch ein bisschen offenblendiger. Und hier hätte ich jetzt eben das Problem, dass ich sagen muss, okay, das zeige ich dir jetzt hier mal. Bild ist relativ dunkel, sieht man schon. Das Objektiv gibt mir auch tatsächlich dann in diesen Lichtverhältnissen eine relativ starke Vignettierung auch noch vor. Das müsste man auch noch bedenken, aber ich brauche jetzt hier diese Verschlusszeit von 1 zu 1250stel und habe jetzt eben das Licht, was wir jetzt haben, was eben nicht so gut ist. Will aber trotzdem beispielsweise den Vogel, der da durchfliegen würde, einmal scharf abbilden. Das heißt, was kann ich machen? Ich könnte jetzt hierher gehen und könnte sagen, ich gebe erstmal ein bisschen Belichtungskorrektur dazu, wird mir aber jetzt nicht wirklich viel bringen, sondern ich muss in den ISO-Wert reingehen und muss den ISO hochschrauben und wäre jetzt hier zum Beispiel bei ISO 4000. Ja? Siehst du schon, bessere Lichtverhältnisse, das Histogramm hat sich ein bisschen geändert, als wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit ISO, naja, nennen wir es jetzt mal 500 oder so, arbeiten würde. Ich hätte jetzt hier ganz, ganz starke Probleme. Das heißt, das Bild wäre in der Regel viel zu dunkel. Ich könnte logischerweise die Lichter auch noch hochziehen, kann ich auch machen, aber trotzdem würde man dann sehr wahrscheinlich das Bild nicht unbedingt so perfekt hinbekommen. Also, was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Ich würde mal davon so ein bisschen abhängig machen, was ich fotografieren möchte. Wenn ich jetzt am Meer stehe zum Beispiel, in der Dämmerung oder ähnliches, und ich will eine gewisse Verschlusszeit erarbeiten, um eben das Meer ein Stück weit fließen darstellen zu lassen, dann würde ich wieder entscheiden, wie hoch ich den ISO schrauben kann. Wichtig dabei ist aber auch zu wissen, dass man so ein bisschen für sich gucken muss, was kann meine Kamera an ISO-Werten eigentlich aushalten, nenne ich es mal. Also wo fängt das Bildrauschen eigentlich erstmal an und wo hört es vielleicht auch eher auf? Das musst du einfach testen. Das ist sehr unterschiedlich. Bei neueren Kameras kann man auch entsprechend höhere ISO-Werte einstellen. Da wird man vielleicht nur ein ganz kleines Rauschen entdecken. Bei älteren Kameras kann das Rauschen schon eher anfangen. Bei Kameras mit Spiegeln hat man auch eher weniger Bildrauschen, sage ich mal. Das ist eher so im digitalen Bereich. Jetzt eben bei, naja, Vollformat will ich nicht sagen, das ist eigentlich völlig egal, aber prinzipiell ist es halt eher so, umso höher der ISO-Wert logischerweise in bestimmten Lichtverhältnissen, umso eher kann auch Bildrauschen entstehen. Also das ist immer, siehst du schon, so ein bisschen abhängig davon, was du fotografieren willst. Also erstmal solltest du dir Gedanken machen darum, okay, was will ich fotografieren? Soll es einfach nur ein Mensch sein? Soll es was Starres sein, was da steht und sich nicht bewegt? Oder ist es ein sich bewegendes Motiv, was ich fotografieren möchte? Dann musst du für dich so ein bisschen entscheiden, wie kann ich mit dem ISO-Wert taktisch einfach umgehen und kann ich dadurch durch den ISO-Wert, den ich dann entsprechend hochschraube, auch vielleicht Zeit sparen, weil das manchmal auch ganz wichtig ist. Gerade wenn ich in der blauen Stunde bin, in der goldenen Stunde bin zum Beispiel, dann brauche ich manchmal eben den Zeitfaktor. Das heißt, ich muss schnell arbeiten, ich will schnell viele Bilder machen und dann hilft mir der ISO quasi wieder dabei, das Ganze einfach schneller vonstatten zu bekommen. Also wie jetzt hier zum Beispiel, könnte ich einfach mit einem höheren ISO-Wert arbeiten, weil hier bewegt sich nichts. Ich weiß eben, meine Kamera rauscht tatsächlich erst bei ISO 3400 oder noch höher. Vorher eben nicht oder vorher ist es mir nicht so wichtig fürs Bild. Also das sind alles so wichtige Komponenten, die du dir vielleicht vorher überlegen solltest, bevor du dann quasi mit dem ISO-Wert auch arbeitest. Kommen wir mal zum Thema vielleicht Postproduktion. Das ist das Entscheidende. Vor Ort, im Feld, sage ich immer, sind wir alle schnell dabei und machen unsere Fotos und viele kontrollieren die Fotos auch gar nicht auf Bildrauschen. Deswegen mein erster wichtiger Tipp dazu ist auch nochmal, dass wenn ihr ein Bild gemacht habt, schaut euch das Bild auf jeden Fall in der 100%igen Vergrößerung in der Kamera an und das nicht auf dem Display, sondern immer durch den Sucher. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man oftmals das Gefühl hat, auf dem Display, dass alles in Ordnung ist, es ist alles scharf, es ist alles wunderbar abgebildet. Aber nachher zu Hause am Rechner, wenn man einen großen Bildschirm zum Beispiel hat, dann kann das schon wieder ganz anders aussehen. Also meine Empfehlung immer, wenn ihr die ersten Bilder gemacht habt, immer wieder kontrollieren, reinzoomen und dann auch entsprechend nicht nur gucken, ob das Bild scharf ist, sondern auch entsprechend schauen, ob ihr ein gewisses Bildrauschen auch schon im Bild habt.
Und wenn ihr das bemerkt habt, dann müsst ihr wieder hergehen und müsst sagen, okay, was kann ich verändern? Kann ich vielleicht die Blende verändern, weil ich brauche die ganzen Ecken und drumherum gar nicht so unbedingt so wirklich mega scharf, sondern ich schraube den ISO lieber runter, damit ich eben weniger Bildrauschen habe. Oder kann ich vielleicht doch aus der Hand fotografieren oder brauche ich ein Stativ? Also das sind alles so Faktoren, die man da durchaus bedenken sollte, wenn ihr dann über den ISO-Wert auch entsprechend nachdenkt. Ein wichtiger Tipp auch in der Postproduktion ist, man kann das Bildrauschen relativ gut handeln. Man kann das Entrauschen-Tool zum Beispiel bei Lightroom nutzen. Das ist sehr, sehr gut, ist aber auch im Nachgang tatsächlich auch wieder sehr zeitintensiv. Also man muss immer so ein bisschen sich die Frage stellen, will ich vor Ort Zeit sparen, um gewisse Bilder oder Motive abbilden zu können? Und dann stecke ich eher lieber Zeit in die Postproduktion. Oder sage ich, ich lebe jetzt quasi mit der Krux des Bildrauschens, mache vielleicht mehr Bilder, aber habe dann eben zu Hause eher längere Bearbeitungszeit in der Nachproduktion, in der Postproduktion. Ja? Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich, sehr, sehr individuell auch tatsächlich. Ich bin halt kein Fan davon, mich immer noch tagelang an den Rechner zu setzen, sondern für mich muss ein Bild auch einfach dann wirken, schon vor Ort. Und dann bin ich eben dabei, die Nuancen nachher so ein bisschen anzupassen in der Postproduktion. Aber prinzipiell bin ich schon ein Fan davon, ein Bild vor Ort technisch zumindest so hinzubekommen, dass ich nach Hause fahren kann und weiß, okay, das Bild habe ich jetzt erstmal im Kasten. Ich muss vielleicht nur noch so ein bisschen die Tiefen hochziehen, vielleicht so ein bisschen noch das Bild bearbeiten, so wie ich es gerne hätte. Aber vom Prinzip her ist es erstmal in Ordnung. Also das sind alles wichtige Faktoren, die du auch beim Bildaufbau, bei der Komposition vor Ort auf jeden Fall mit bedenken solltest. Also vielleicht mal eine kleine Mini-Zusammenfassung. Es gibt quasi keinen falschen ISO-Wert, das kann man so pauschal eigentlich nicht sagen. Es gibt auch, sage ich mal, Bilder, wo man ganz bewusst mit hohen ISO-Werten arbeitet, um eben auch eine gewisse Körnung und ein gewisses Bildrauschen zu erzeugen. Gerade im Bereich der Porträtfotografie kann man das gut machen. Da wirkt das manchmal auch gerade im Thema Schwarz-Weiß sehr, sehr gut. Aber wenn wir jetzt hier im Thema Landschaftsfotografie uns bewegen und sind, dann würde ich immer vielleicht gucken, so ein bisschen, ja, ich sage immer, welchen Tod ich zuerst sterben kann. Also ist mir das Motiv gerade so mega wichtig, dass ich Zeit sparen muss. Und das sind manchmal Sekunden tatsächlich. Ihr wisst, dass hier in Deutschland die blauen und die goldenen Stunden, die wir so haben, nicht Ewigkeiten immer anhalten. Und man möchte ja in der Regel auch möglichst viel aus dem Spot rausholen, den man dann da fotografiert. Deswegen muss man sich immer so ein bisschen die Frage stellen, okay, ja, kann ich jetzt den ISO wirklich so hochschrauben? Und wichtig ist, glaube ich, auch zu wissen, dass man eben weiß, wie hoch man sein ISO schrauben kann an seiner eigenen Kamera, ohne dass da vorher Bildrauschen entsteht. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt hier, wie jetzt hier im Beispiel, vom Stativ aus arbeite, ganz entspannt, und ich habe gar keinen Zeitdruck, ich will jetzt hier nichts irgendwie großartig komponieren in meiner Komposition, das ist einfach ein Leuchtturm, der da steht, dann fotografiere ich einmal, dann bin ich fertig quasi, mache 2, 3 Bilder von hier und dann ist es auch gut. Deswegen kann ich hier wieder sagen, okay, ich will eher zu Hause sein, ich will Zeit sparen. Ja, warum soll ich den ISO-Wert nicht einfach ein Stückchen hochschrauben? Das werdet ihr nachher wahrscheinlich im Bild gar nicht sehen. Und wenn man es nicht wüsste, würde man auch darauf wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich gar nicht darauf achten. Es gibt auch noch ein weiteres Tool, das nennt sich Denoise. Das kostet zwar ein paar Euro. Ich packe euch dazu unten mal einen Link rein. Ist kein Affiliate-Link oder ähnliches, sondern das nutze ich auch schon ganz, ganz lange. Ist wirklich nochmal einen Ticken besser, wie ich finde, als das Entrauschen-Tool in Lightroom. Bei sehr, sehr stark verrauschten Bildern würde ich immer Denoise benutzen, weil ich einfach finde, dass das nochmal ein bisschen, ich weiß nicht, vom Gefühl her so ein bisschen feiner einfach das Ganze abstimmt, das Rauschen noch ein bisschen besser rausbekommt. Und wie gesagt, das Entrauschen-Tool in Lightroom ist sehr, sehr begrenzt. Erstens dauert es sehr, sehr lange bei vielen Anwendungen, bei großen Bilddateien vor allem. Wenn du einen älteren Rechner hast, musst du also mehr Zeit einplanen, weil währenddessen du auch das Bild nicht weiter bearbeiten kannst. Du musst also jedes Mal wieder warten, bis das Bild quasi entrauscht wurde, bis du es dann wieder weiter bearbeiten kannst. Oder du hast halt eben die Krux dann eben, dass du warten musst ganz lange und dass die Rechner auch, die älteren Rechner, wenn man zum Beispiel einen älteren Rechner hat, dass die das nicht so schnell umsetzen können. Also es kostet einfach wirklich immens viel, viel Zeit. Also ja, du siehst schon, der Titel ist, wie gesagt, des Videos, man kann keinen falschen ISO-Wert im Grunde benutzen. Aber es geht darum, einfach so ein bisschen das Gespür nochmal dafür zu schärfen, für den ISO-Wert, wenn du die Kamera im Feld benutzt und einfach nochmal darauf achtest, was kannst du da einfach konkret anders und vielleicht besser machen, um eben entsprechend Zeit zu sparen oder um eben das Bildrauschen zu vermeiden. Wenn auch du
lernen möchtest, wie man kreative Kompositionen in der Landschaftsfotografie findet und aufbaut, dann empfehle ich dir mein E-Book mit mehr als 100 Bildbeispielen, Tipps und Tricks zum Bildaufbau, allen Informationen zu den Punkten Licht und Schatten, visueller Bildfluss, Framing und vielen, vielen, vielen weiteren wichtigen Themen. Ein Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ja, vielen Dank, dass du bis hierher geschaut hast. Ich hoffe, das Video war für dich hilfreich. Wenn das der Fall ist, würde ich mich doch sehr freuen, wenn du einfach mal einen Daumen nach oben da lässt, das Ganze kräftig mit Freunden und Bekannten teilst. Nicht vergessen, auch mal zu kommentieren. Ich weiß, es war dieses Mal so ein bisschen so ein kleines Labervideo, aber ich wollte noch mal so ein bisschen das Thema ISO einfach ein bisschen ins Gedächtnis rufen und ein bisschen sensibilisieren dazu. Denn auch ich habe gemerkt, dass man das manchmal unterschätzt und auch ein bisschen vergisst tatsächlich in der eigenen Fotografie. Das habe ich auch gerade letztens gemerkt, als ich selbst in Holland unterwegs gewesen bin und fotografiert habe. Wenn ich mit dem ISO etwas, sage ich mal, schneller und konformer gearbeitet hätte, hätte ich tatsächlich ein, zwei Shots mehr mitnehmen können. Für mich ist sowas immer ganz wichtig, weil ich, wenn ich irgendwo hinfahre und irgendwas speziell fotografieren möchte, dann versuche ich möglichst viele Motive auch zu finden und Kompositionen zu finden, damit ich einfach nachher zu Hause, wenn ich zu Hause bin, einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten der Auswahl habe. Und deswegen ist das ISO-Thema einfach nochmal ein wichtiges in meinen Augen und ich hoffe eben, das war für dich wirklich hilfreich. Falls noch nicht passiert, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich für den kostenfreien Newsletter von mir anmeldest. Ich packe dir auch wieder hier oben links oder rechts, je nachdem, einmal eine Infobox rein. Da kannst du dich gerne anmelden. Du bekommst 3 kostenfreie Lightroom Presets in dein Postfach hinein. Kannst du sofort nutzen. Und du bekommst jede Woche von mir aktuelle News zu neuen Videos, zu neuen Themen, zu neuen Workshop-Terminen, was auch immer. Also zu allen Themen, die mich so in der Fotografie bewegen. Also schau da gerne mal rein und melde dich gerne kostenfrei an. Ansonsten geh selbst raus, mach tolle Fotos. Lass es mich gerne wissen, wie du den ISO so nutzt. Und ich würde sagen, bleib schön gesund. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, der Mike. Bis bald. Ciao, ciao.